Er ist Däne, seit 1,5 Jahren ein wahrer Dauerbrenner im Magdeburger Angriff und eine ernste Gefahr für jeden Torwart in der HBL, Jakob Begerstedt. Zur Saison 2014-15 war der gebürtige Kopenhagener in unsere Elbestadt gekommen und hat Magdeburg zu seiner neuen Heimat gemacht. Also für mich ist das ein Traum, hier zu spielen, in der Bundesliga zu spielen. Und Magdeburg macht für mich alles, was ich möchte. Also für meine Familie ist das gut, für mein persönliches Ziel mit Sport ist das perfekt. Alle also die Möglichkeiten mit Trainingsfazilitäten und die Halle mit den Zuschauern und Fans, das ist für mich ein Traumleben. Töchterchen Alba, Anfang Dezember 2015 geboren, macht Jakobs Glück perfekt. Doch wie steht es mit dem sportlichen Glück? Als Nachfolger von SCM-Legende Bartosz Jurecki, mit dem er sich in der letzten Saison noch die Position in der Kreismitte teilte, tritt der Däne in große Fußstapfen. Das Bartosz ist ein Supermensch und sehr, sehr lieb. Und er hat mir versucht, mir so gut wie möglich zu vorbereiten, was kommt hier in Magdeburg. Das ist natürlich nicht einfach. Er ist sehr professionell und ich habe jeden Tag versucht, kleine Dinge von ihm zu lernen. Und, also ich versuche natürlich immer, die guten Dinge zu mitnehmen und diese Kleinigkeiten, aber trotzdem bin ich auch Jakob. Und ich versuche nicht, ein anderes Person zu sein oder so, aber ich muss sagen, das freut mich, ein Jahr mit so einem Spieler zu spielen. Bevor er den Sprung in die stärkste Handballliga der Welt wagte, war Jakob jahrelang in seiner Heimatstadt Kopenhagen aktiv. 2011, der dänische Meistertitel. Im Anschluss ging es nach Aalborg, wo auch SCM-Keeper Jannik Green eine Zeit lang spielte. Hier folgte 2013 die nächste Meisterschaft. Dann wurden die Magdeburger auf ihn aufmerksam. Mitte 2014 folgte der Wechsel zum Sportclub. Und jetzt im EHF-Pokal ein Spiel gegen seine alten Mannschaftskameraden aus Aalborg. Jakobs Ziel für das Spiel war trotzdem klar. Erstmal nichts zu verlieren. Egal welcher Gegner, ist das mein erstes Ziel. Aber natürlich so ein besonderes Spiel gegen Aalborg, mein alter Verein, war ich natürlich hoch motiviert. Ich will gerne zeigen, dass ich bin gut und dass eigentlich so, dass Aalborg muss mir vermissen. Natürlich erste war natürlich so gewinnen und für die SM also erfolgreich sein. Das Heimspiel gegen Jakobs alte Mannschaft ging am 14. Februar mit 25:19 klar an den SCM. Der Sieg gegen ersatzgeschwächte Dänen war nie gefährdet. Am 19. März treten die SCM-Handballer dann in Dänemark zum Auswärtsspiel an. Und wie es im Aalborger Gigantium zugeht, Jakob kann es den Magdeburgern ganz genau sagen, auch im Vergleich zur Stimmung in der GTEC Arena. In Dänemark hast du ganz viele Zuschauer und super Menschen in die Halle, aber das ist ein ganz anderes Druck. In Deutschland generell und speziell in Magdeburg liebst du für die Handball. Die Leute in die Halle kommen nur für ein Ding und das ist für die SM erfolgreich zu sein. Und das macht ein ganz anderes Druck. Das ist vielleicht nicht falsch zu verstehen, aber mehr wie sagt man, gemütlich so Handball gehen in Dänemark als in Deutschland. Und das ist natürlich auch Spaß, aber ich will sagen, dass die Stimmung in die GTEC-Halle ist für mich ganz besonders und das will ich gern so viel wie möglich erleben. Ganz gleich wie das Spiel gegen Aalborg Handball ausgeht, vorbei ist die Saison noch lange nicht. Jakob hat noch Ziele, mit dem Verein wie auch persönlich. Also für mich persönlich ist das so, dass ich will gerne mir natürlich weiterentwickeln und versuchen, mein Bestes für den Verein zu geben. Und das fängt an natürlich jeden Tag im Training, die Kleinigkeiten zu verbessern und mit Benno reden, was können wir besser machen. Und dann kommt das auch automatisch für die Team. Und die Team ist immer das Wichtigste. Und das ist also für mich auch ganz wichtig, dass man weiß, dass ich bin ein Teamspieler und fokussiert eigentlich nicht so viel über meine eigenen Dinge. Aber trotzdem muss man natürlich auch sein eigenes Spiel entwickeln, so um Ende das Mannschaft besser spielt. Und das ist natürlich mein Ziel, ist weiterzuentwickeln und versuche Magdeburg immer in die Top auf Bundesliga zu haben. Und ich denke, das letzte Jahr haben wir als Mannschaft sehr gut gemacht. Dieses Jahr war ganz schwieriger. Wir haben trotzdem jetzt ein bisschen steigeren Rhythmus gehabt und das müssen wir natürlich versuchen zu behalten.